Joni-Asana ist das ähnliche wie Yoni-Asana, Yonyasana genannt. Rafaela zeigt, wie es geht. Gib die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Dann beuge dich nach vorne und bring den Kopf auf die Fersen. Gib die Ellbogen auf den Boden und die Handflächen zusammen. Das ist Joni-Asana, die Stellung von Joni, was letztlich auf korrektem Sanskrit die Stellung der Yoni ist, die Stellung des Mutterschoßes, in der du dich ganz geborgen fühlen kannst.